Jetzt ist gerade Winterpause, bevor es im Mai wieder losgeht mit Theater. Das Hobby von Pfarrer Sebastian Wild. Für ihn ein guter Ausgleich zu seinem termingefüllten Alltag als Seelsorger in der Pfarrei Aldersbach. Schon seit seiner Grundschulzeit schlüpft er immer wieder in ganz unterschiedliche Rollen. Für das Kolpingtheater seit 2013. Ja, begonnen haben wir damals mit einem Klassiker, mit der Millionenoma. Zwar auch in der Umsetzung von Andreas Kindermann, aber als Thema und als Stück ja bekannt, weil es ganz oft von Laientheatervereinen also gespielt wird. Und dann haben wir uns aber von dem eigentlich wegbewegt und da haben wir dann also eins gehabt über eben illegal in Deutschland lebenden Menschen und seine Liebesgeschichte. Dann war mit Handicap vor, das Thema Behinderung im Vordergrund und jetzt im letzten Stück eben beim Gfred, also das Thema Kinderwunsch und also künstliche Möglichkeiten, Kinder in die Welt zu setzen. 95% aller Eizellen haben das Potenzial, sie zu Eltern zu machen. Ja, das weiß ich doch alles, weil das steht alles genau so auf einer Homepage. Das Gfred war das Stück im Jahr 2016, geschrieben wie immer von Kinderbuchautor Andreas Kindermann. Und wie immer wird er das nächste Stück bis Mai fertig haben. Dann geht es mit den intensiven Proben los. Risiken ausschließen können. Hey? Risiken? Wir meinen, weil du alt bist, ihr Kind. Geh, Schatz, wer sagt denn, dass du zu alt bist? Das sagt überhaupt kein Mensch. Das redest du gerade einmal selber ein. Und dann hat man in etwa Zeit bis Ende Oktober, Anfang November sind meistens die Aufführungen. Und das ist natürlich eine Zeit, in der man es im Kirchenjahr ganz gut unterbringt, weil er dann viel von der Arbeits- oder probenintensiven Zeit auch einfach mal in August einfallen kann, wo vielleicht dann selber mal die eine oder andere Woche Urlaub drin ist, aber eben ansonsten auch weniger dichte Zeit. Also jetzt rund um Ostern, die Hauptprobenzeit, das ist dann eher schwierig. Ein zeitintensives Hobby. Mehr als ein, maximal zwei Theaterstücke sind da pro Jahr nicht drin. Stress bedeuten die zusätzlichen Proben und Aufführungstermine aber nicht für Pfarrer Sebastian Wild. Er spielt gern. Der besondere Reiz am Theaterspielen ist für ihn dieses Finden von interessanten Eigenschaften und Charakterzügen der jeweiligen Rolle, das Spaß macht. Aber nicht, weil man jetzt die selber unbedingt besitzen möchte, sondern einfach, um die Rolle so ein bisschen zu studieren und sich zu eigen zu machen. Das ist eigentlich der Reiz, der dabei, der es ausmacht. Vier Charaktere hat er auf der Bühne des Kolpingtheaters bis jetzt schon gespielt. Seine Lieblingsrolle? Tatsächlich der Asylbewerber. Allein schon sprachlich den Dialekt so hinzubringen, dass er also nicht muttersprachlich klingt. Von dem her ist vielleicht der ganz oben der Ramon, aber dicht gefolgt von allen anderen Rollen. Welches Stück das Kolpingtheater dieses Jahr aufführen wird und welche Rolle Pfarrer Sebastian Wild spielen wird, steht noch nicht fest. Bis Mai muss er sich noch gedulden. Dann heißt es für ihn wieder auf die Bühne.